Gestern hatten wir schwache Zahlen aus China, Einkaufsmanager-Index, Dienstleistung, der DAX beeindruckt, asiatische Märkte negativ, DAX negativ, aber dann öffnete die Wall Street und vor allem die Tech-Aktien haben sich gesagt, naja, was kümmert uns, wenn in China ein Sack Reis umfällt, da ist man erstmal gestiegen, ist dann allerdings wieder ein bisschen nach unten gedriftet zum Handelsende. Wird sich dieses Muster heute wiederholen? Heute sehen wir schwache asiatische Märkte, Hang Seng über 3% im Minus, Nikkei knapp 2%. Im Minus. Warum? Der Grund ist der, dass vor allem in China die Hoffnungen auf einen Stimulus schwinden. Da werden wir ja hier im Juli noch die Parteitagung haben, wo Xi Jinping dann wieder mal den großen Max spielen darf. Und da ist eben die Frage, wie viel kommt jetzt in Sachen Stimulus? Bisher ist man enttäuscht über das, was man gesehen hat. Man ist vor allem enttäuscht über die Wirtschaft in China, die die großen Hoffnungen, die vor allem die westlichen Finanzmärkte hatten, überhaupt nicht erfüllt hat. Und hier sehen wir dann eben den Druck auf die Märkte in Enttäuschung auf diese bisher ausgebliebenen Stimulusmaßnahmen. Dazu kommen noch Geschichten wie, dass bestimmte Bonds nicht mehr ausgegeben werden derzeit, die für die Lokalverwaltungen in China zentral sind, die ja schon praktisch Oberkante, Unterlippe verschuldet sind. Und genau das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Führung in Peking vorsichtiger ist, weil eben die Verschuldung massiv ist und weil auf der anderen Seite die Nachfrage nicht so wirklich nach oben kommt, selbst wenn man stimuliert. Warum will ich gleich zeigen? Hier sehen wir mal das, was man gemacht hat. 2008, 2009 hat China ja im Prinzip die Weltwirtschaft am Schopf aus dem Sumpf gezogen, könnte man sagen, indem man unglaublich viel investiert hat, Infrastruktur gebaut hat etc., damit die Nachfrage angeschoben hat. Dann hat man 2014 bis 2016 einiges gemacht, mal eben den Yuan auch stark abgewertet. 2020 hat man agiert, jetzt wird man also vorsichtiger. Und der Grund, warum die Dinge sich nicht wirklich erholen in China, den sehen Sie hier. Es ist der Immobilienmarkt und hier sehen wir mal die Verkäufe der 100 Top-Developers, also Immobilienentwickler. Und das geht seit langer Zeit zurück. Wir hatten dann mal eine kurze Erholung jetzt, 4 Monate lang. Jetzt zuletzt wieder der Einbruch. Und das ist insofern ein Riesenproblem, als der große Wertspeicher für Chinesen eben der Immobilienmarkt ist. Und wenn da die Preise nicht weiter anziehen, dann wird es für den Konsum schwer. Und letztendlich basiert der Aufstieg Chinas zum Teil auch auf jeden Fall auf einer Scheinblüte, indem eben praktisch die Immobilienpreise mit nach oben gezogen sind und damit die Leute auf dem Papier reicher waren, mehr konsumiert haben. Also das war eine Immobilienblase oder ist eine Immobilienblase, wenn man so will, und die will nicht weiter wachsen, und letztendlich ist das Grundproblem für die Chinesen, die da investiert sind, die jetzt dann weitere Raten bezahlen müssen, wenn die Preise nicht weiter steigen. Da ist in China oft sind Verträge so gestrickt, dass wenn der Hauspreis steigt, dann die Raten sinken, wenn der Hauspreis fällt, dann dagegen die Raten, die man zahlen muss, steigen. Das ist sozusagen die Krux derzeit an der Geschichte. Und dann kommt obendrauf jetzt eben die Fed. Gestern hatten wir das FOMC Protokoll, an sich nichts Neues, was da zu erzählen war. Aber praktisch alle FED-Mitglieder erwarten 2 weitere Zinsanhebungen, so heißt es hier. Und man hat dann gesagt, ja, okay, wir wollten jetzt erstmal abwarten und mal gucken, wie die Dinge sich entwickeln, wie die Zinsanhebungen wirken. Und wollte man sich ja alle Türen offen halten. Manche sagen, naja, die Schwäche in Asien auch wegen des FED-Protokolls, glaube ich eher nicht. Das hat eher dann wirklich innerasiatische Ursachen. Hat die Ursache, dass China nicht an den Quark kommt wirtschaftlich und dann eben der Stimulus ausbleibt. Also ist die Frage, wie schaut es denn aus mit der Wirtschaft in den USA? Und jetzt bekommen wir viele, viele Daten. Heute bekommen zum Beispiel den ISM Services PMI, und Dienstleistung war ja neben dem Arbeitsmarkt der große Stabilisator der Wirtschaft. Sie lief ja super, aber wir haben schon letztens gesehen, 50,3 der ISM Service, das ist also knapp schon vor Schrumpfung. Heute erwartet zweitunterste Zahl 51,0, also eine leichte Verbesserung. Zu achten auch auf die Preisentwicklung, wie ist der Inflationsdruck. Das kommt um 16 Uhr, ebenso wie die JOLTS, die offenen Stellen. Da wird erwartet knapp 10 Millionen, nach zuletzt 10,1 Millionen. Dann haben wir 14, 15 ADP-Arbeitsmarktdaten und dann 14.30 die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Also Arbeitsmarkt und Dienstleistungssektor, das steht heute im Vordergrund. Vor allem Arbeitsmarkt, der zuletzt erstaunlich
robust, aber gestern ein Artikel im Wall Street Journal, der viel Aufsehen erregt hat, weil er sagte, naja, also das sieht so aus, als würden sozusagen die Arbeitsmarktdaten, die Non-Farm Payrolls, die morgen ja kommen, die Lage am Markt, am Arbeitsmarkt viel besser darstellen, als sie faktisch ist, schwer zu sagen. Jedenfalls gibt es da ja windelweiche Kriterien innerhalb dieser Arbeitsmarktdaten. Ich sagte es schon, Burst Death Model, Seasonal Adjustments und hast du nicht gesehen. Jedenfalls, die Märkte glauben der Fed inzwischen. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir am 26. Juli eine Zinsanhebung der Fed sehen, derzeit von den Fed Fund Futures mit 88,7% bepreist. Und man geht davon aus, dass dann immerhin eine Wahrscheinlichkeit nochmal vorhanden ist, dass dann die Zinsen nochmal steigen, wenngleich die nicht als überragend gesehen wird. Erst dann im Jahr 2024, so die Fed Fund Futures, dürfte die Fed die Zinsen wieder senken. Wir werden sehen, was kommt. Jedenfalls bekommen wir ja nächste Woche die Inflationsdaten und die dürften durchaus deutlich nach unten gegangen sein. Warum? Weil der Basiseffekt hier zuschlägt. Wir bekommen ja die Juni-Zahlen aus dem Jahr 2023. Im Jahr 2022 war der Juni der Hochpunkt mit 9,1% Inflation. Und so sind die Prognosen von der Cleveland Fed bei 3,6%. Andere sind sogar bei 3,0, 3,1%, was CPI betrifft. Aber entscheidend wird eben Core sein, Kernrate. Und da ist die Erwartung 5,2%. Und das ist das, worauf die Fed achtet, andere Notenbanken auch achten. Aber der Punkt ist eben der. Die Basiseffekte werden praktisch sich verändern. Denn die Latte wird praktisch nach dem Juni niedriger gelegt. Das heißt, wir werden dann wieder sehen, dass auch die Headlines CPI ansteigen wird. However, wir sehen hier gestern das Marktgeschehen. Wir sehen Schwäche bei den Nebenwerten. Russell 2000, der 1,2% im Minus. Nasdaq 100 hat sich noch am besten gehalten. S&P und Dow leicht im Minus. Aber wir sehen, wie das da durchaus divergiert, wie die verschiedenen Indizes da schon auseinanderdriften. Vor allem der Nasdaq driftet auseinander, nicht nur zu anderen Indizes, sondern jetzt auch immer mehr zu den Anleiherenditen, denn die steigern. Wir sind bei der 10-jährigen US-Anleiherendite jetzt bei 3,96%. Es geht also weiter nach oben. Normalerweise läuft das parallel. Also steigende Anleiherenditen schlecht für Nasdaq, für Tech-Werte und fallende Anleiherenditen gut für Tech-Werte. Das hat sich komplett entkoppelt, so stark wie noch nie. Aber das dürfte nicht ewig so weitergehen. Hier sehen wir mal die Bewertungen. Eine Microsoft, Kurs-Gewinn-Verhältnis 36, nicht schlecht. Apple 32, Nvidia 220, sportbillig, meine Damen und Herren, gell? Wenn Sie so eine billige Aktie kriegen heutzutage, dann müssen Sie sofort zugreifen, sonst ist es zu spät. Dann schauen wir mal den JP Morgan an, KGV von 10, also deutlich günstiger. Die Banken, Bank of America, 8. Also wir sehen hier im Energiesektor Exxon 7. Also das sind andere Bewertungen der Fall. Manchmal hat das ja durchaus einen Grund, aber aus meiner Sicht sind die Bewertungen eben im Tech-Sektor viel zu hoch. Da sind die Dinge zu sehr nach oben geschossen, zumal wenn wir sehen, dass die Gewinnerwartungen ja für 2023 sogar weiter nach unten gehen. Im Jahr 2024, oh Wunder, da passiert dann praktisch Seltsames, da wird dann mehr oder weniger die Gewinne abheben, so stellt man sich vor, so erhofft man sich, aber das ist eben die Frage, ob das wirklich passiert. Jedenfalls sehen wir die Euphorie immer mehr auch bei den Privatinvestoren. Jetzt fast die Hälfte aller Privatinvestoren in dieser AAII-Umfrage. Bullish nehme ich 48,4%, das ist der neue Höchstwert seit mehr als einem Jahr. Dagegen die Bären nur noch bei 24%, aber das ist, was der Anzahl der Bullen betrifft, doch schon jetzt ein erstaunlicher Wert. Und die Frage ist, wird dieser AI-Boom weitergehen, dieser künstliche Intelligenz-Boom? Erinnern wir uns, wir hatten mal Blockchain. Wow, da haben sich Firmen dann irgendwie umbenannt, haben das Wort Blockchain in ihren Firmennamen mit integriert. Daraufhin sind die Aktien viele 100% gestiegen. Wer verdient jetzt wirklich nachhaltiges Geld mit Blockchain oder wessen Geschäftsmodell ist hier so durchgestartet, dass man sagt, wow, ich wüsste jetzt keinen. Was haben wir da alles nicht gesehen? Metaverse, da hat man auch gesagt, wow, also totaler Gamechanger, ist nichts geworden, ist ein Rohrkrepierer. Künstliche Intelligenz ist here to stay, die wird bleiben. Aber die Frage ist, wer setzt sich durch? Wird es Nvidia sein? Werden es andere sein? Das ist eben die große Frage. Wir kennen die Auswirkungen noch nicht. Die Euphorie ist riesig, dementsprechend das Enttäuschungspotenzial groß. Und hier sehen wir mal Privatinvestoren.
haben so viel in Aktien investiert, jetzt in den USA wie seit 15 Monaten nicht mehr. Das ist praktisch ein starker Zufluss, der da reingekommen ist. Das deckt sich dann mit dem Optimismus, den wir an den Märkten sehen. Und ist das ein Bullenmarkt, der von Privatinvestoren begonnen wird? Wir haben vielleicht einen Bullenmarkt, der wirklich von Privatinvestoren begonnen wurde in der Geschichte. Und das war in Corona. Da haben wirklich die Privatinvestoren reingekauft und die Instis, die großen Dickfische sind später gefolgt, aber schauen wir nochmal hier die glorreichen Sieben an. Hier haben wir mal so ein paar Megatrends, die zunächst mal steil nach oben gingen, Viagra-mäßig nach oben gingen, aber dann gab es den Trendbruch früher oder später und es ging saftig nach unten, ob es Bitcoin, ob es Gold, ob es verschiedene Assets waren wie Nasdaq und so weiter und so fort. Also in der Regel enden solche Hypes und derzeit sind wir eben sehr, sehr hoch bewertet, auch im internationalen Vergleich. Hier sehen wir mal USA am besten gelaufen, Emerging Markets, Global, Japan, dann Europa ex UK. UK ist nicht so gut gelaufen, aber wie gesagt, die Bewertungen, die haben sich entkoppelt, oder die Märkte in den USA haben sich entkoppelt von den Anleihenmärkten, aber auch letztendlich von Konjunktursignalen wie dem Kupferpreis. Hier sehen wir mal unten den S&P, oben Kupfer. Wir sehen, Kupfer ist jetzt nicht mehr wirklich im Aufwärtstrend im oberen Bereich des Charts, während der S&P 500 deutlich gestiegen ist. Kupfer gilt als praktisch Fieberthermometer der Weltwirtschaft. Und hier sehen wir eine Divergenz, hier sehen wir mal den S&P 500 in diesem Aufwärtstrend, kommt aber jetzt eben an diesen Aufwärtstrendkanal. Wird es zum Allzeithoch reichen oder ist das eine Bullenfalle, meine Damen und Herren? Natürlich nicht. Wir werden Allzeithoch sehen, das ist ja gar keine Frage. Die Kurse werden sich verdoppeln, verdreifachen. Ach, verzehnfachen, weil die Fed ja die Zinsen auf Null senkt und die Wirtschaft gleichwohl unglaubliche Blütezeiten erleben wird. Immerhin sehen wir einige bullische Breath Signals. Wir haben eine Verbesserung der Marktbreite gesehen, allerdings nicht gestern. Gestern sind auch wieder deutlich mehr Aktien gefallen, als hier stehen, vor allem eben die Nebenwerte. Aber da hat sich etwas getan, die Marktbreite ist etwas besser geworden. Gleichwohl sehen wir eben noch, dass zum Beispiel Junk Bonds, HY, also High Yield, und auch Investment Grade Bonds diese ganze Geschichte nicht mitmachen. Vor allem diese High Yield Bonds, diese hochrisikoreichen Anleihen, Unternehmensanleihen, die frühzeitig Stress signalisieren, weil diejenigen, die da Geld investiert haben, dann total Verlustrisiko eingehen. Deswegen sind die am vorsichtigsten. Und ziehen dann schon mal die Reißleine. Also das wird bisher noch nicht bestätigt, wie die Bank of America hier zeigt. Kommen wir nach Germania. Hier überraschend positive Auftragseingänge der Industrie mit plus 6,4%. Wir waren zuletzt ja sehr, sehr schwach, vor allem dann aus dem März die Zahl minus 10,7%. Jetzt ist die Frage, was ist da passiert? Es sind offenkundig Großaufträge und vor allem Rüstungsaufträge, gell? Weil wir wollen ja jetzt ein bisschen mehr rüsten uns wieder und investieren da sehr, sehr viel Geld, die das Ganze wahrscheinlich nach oben getrieben haben. So sieht es auch Jörg Krämer. Da geht vieles auf die stark schwankenden Großaufträge zurück. Die sind halt mal da und wenn sie nicht da sind, dann sieht das sofort weiter nicht so gut aus. Außerdem weist der Trend bei den Orders weiter klar nach unten wie bei IFO und PMI, also IFO-Index und dem Einkaufsmanager-Index. Hier rechts diese Grafik hatte ich schon mal gezeigt zum DAX, der sich ja besser entwickelt hat als die Einkaufsmanager hierzulande. Die Indizes hier nahegelegt haben, gerade das Gewerbe, Industrie ist ja massiv nach unten gegangen, der DAX ist nach oben gegangen. Nun ist der DAX natürlich ein Call auf die Weltwirtschaft, also praktisch international sehr stark am Start, aber wir sehen eben auch global, dass da die Zahlen schwach sind. Dementsprechend hat sich der DAX vielleicht von dieser Realität entkoppelt, nimmt jetzt das bärische Szenario Formen an. Hier unten sehen wir mal, wir sind dann nochmal auf ein neues Allzeithoch, 16,4 sind jetzt um und bei 15,8 und ein paar zerquetschte, als ich das Video hier aufnehme. Aber nimmt jetzt dieses bärische Szenario wirklich Formen an? Erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Zweitens, bärische Entwicklungen hatten wir schon im Immobilienmarkt gesehen, aber wir sehen, dass die Mieten weiter steigen. Ist das ein Signal jetzt, dass die Immobilienpreise nicht mehr weiterfallen? Hochinteressant. Zweiter Artikel, zwei Empfehlungen also heute. 14:15 ADP, 16 Uhr ISM, da mal reinschauen bei Finanzmarktwelt und heute Abend natürlich das Marktgeflüster. Ich sage Servus, ciao.